Der kleine Campingbackofen mit dem roten Deckel, der auf den entzückenden Namen Omnia hört, den möchte ich euch heute einmal vorstellen. Den Omnia gibt es schon seit über 30 Jahren. Er kommt aus Schweden und seit etwa 15 Jahren gibt es ihn auch schon in Deutschland, aber erst seit 5 Jahren ungefähr hat er so seinen Platz in der Campinggemeinde und auch auf dem Boot gefunden. Obwohl er eigentlich sogar aus dem Bootsbereich kommt, findet er jetzt erstmal so seinen Weg wieder zurück. So, wir befreien erstmal alles von der überflüssigen Transportfolie. So. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist diesen kleinen Knauf an dem Deckel befestigen und dann ist der Omnia Backofen auch schon für alles Mögliche einsatzbereit. Ihr könnt da drin wirklich sehr viele Dinge zubereiten. So, das war's auch schon. Im Lieferumfang enthalten ist auch noch eine kleine Transportbox. Da könnt ihr den Omnia Backofen auch noch sehr schön mit transportieren. Und so ist er bereits einsatzbereit. Der Omnia Backofen besteht aus 3 Teilen. Das Unterteil, das ist für die Unterhitze zuständig. Das stellt ihr dann auf eure Flamme bzw. eure Herdplatte. In der Mitte habt ihr eure Zutaten drin. Die Hitze steigt durch den Kamin auf, prallt an diesem Deckel ab und dadurch habt ihr die Oberhitze. Deswegen ist es auch ein Backofen mit Ober-Unterhitzefunktion. Was ihr deswegen auch nie machen dürft, ist ständig immer den Deckel auf und zu machen, weil dann klaut ihr dem Omnia Backofen die benötigte Oberhitze. Das Ergebnis wäre dann, dass es unten fertig wäre oder vielleicht sogar schon angebrannt, wenn ihr zu oft reinguckt, und oben ist es dann roh oder noch nicht ganz durch, weil ihr dürft wirklich nicht so oft reingucken. Der Omnia Backofen hat ein sehr kleines Packmaß. Er passt halt fast schon in jede Campingschublade rein. Wiegt jetzt gerade mal 500 Gramm. Und viele packen ihn auch zwischen den Socken, weil der Ben manchmal gar keinen Platz hat. Die Firma Omnia hat dazu auch noch eine passende Silikonform hergestellt. Die empfehle ich auf jeden Fall für Kuchen, weil die Aluminiumform ist einfach viel zu heiß für den Kuchen und der brennt dann teilweise an oder wird schwarz und die Silikonform verhindert das auch. Jetzt ist die Silikonform rot. Es gibt auch noch 2 andere Farben. Das ist einmal beige und braun. Der einzige Unterschied ist tatsächlich nur die Farbe. Das Material ist völlig das gleiche. Wenn man diese Sachen einkauft, bekommt man diese beigefarbene und die braune, die rostbraune, nur im Doppelpack. Das ist der einzige Unterschied. Viele fragen dann immer, was ist der Unterschied zwischen einzelnen Farben? Aber da gibt es keinen Unterschied. Die gibt es nur im Doppelpack. Das hat den Hintergrund, dass viele eine Silikonform für Herzhaftes und Süßes haben wollten. Und deswegen hat die Firma Omnia gesagt, okay, wir machen eine, allerdings im Doppelpack. Die rote gibt es immer einzeln. Die könnt ihr in jedem Campingladen im Internet, auch bei uns kaufen. Die ist überall erhältlich. So, dann gibt es auch noch ein passendes Aufbackgitter. Das Aufbackgitter wurde eigentlich dazu entwickelt, um Brötchen aufzubacken. Wir empfehlen oder ich empfehle dafür auch immer die Silikonform zu verwenden in Verbindung mit dem Aufbackgitter, weil die Brötchen docken immer irgendwo an und dann werden diese Stellen schwarz und ist halt nicht lecker und nicht gesund. Deswegen empfehle ich da die Silikonform, damit es einfach nur noch braun bleibt. Ja, das Aufbackgitter kann man nicht nur für Brötchen aufbacken benutzen, sondern ihr könnt da auch Kroketten reinlegen. Es passen 21 ganz normale Kroketten rein, die machen wir nämlich sehr gerne. Oder ihr stellt Muffinformen drauf, Croissants aufbacken, Mini-Pizzen, da ist alles möglich, was ihr gerne möchtet. Der Omnia Backofen ist für Gas, für Ceran und für E-Herd geeignet. Es dauert auf dem Ceranfeld oft länger. Ich werde immer wieder gefragt,
Ob es da Unterschiede gibt? Ja, auf dem Ceranfeld dauert es ungefähr 10 bis 15 Minuten länger. Der Omnia-Backofen hat auch einen sehr geringen Gasverbrauch, da er nur auf kleinere bis mittlere Flamme verwendet wird. Die große Flamme braucht ihr nämlich eigentlich nur dann, wie zum Beispiel bei herzhaften Sachen, um das alles mal kurz einzuheizen. Und dann dreht ihr auch schon wieder zurück. Die Gerichte da drin sind teilweise so nach 35 bis 45 Minuten auch schon fertig, sodass ihr wirklich einen sehr, sehr geringen Gasverbrauch habt. Ich habe oft den Gaskartuschenkocher und diese Gaskartusche, da sind 227 Gramm Butan drin. Und da komme ich teilweise 4 bis 5 Gerichte aus. Die dauern ja im Schnitt so 35 bis 45 Minuten. Und wie gesagt, ist halt sehr gering vom Gasverbrauch. Da braucht ihr also auch keine Angst haben, dass ihr Unmengen an Gas mitnehmen müsst. So, das war jetzt das kleine Phänomen Omnia. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren lassen. Ich möchte euch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr auf meinem Blog auch noch ganz viele Sachen findet. Da sind Informationen rund um den Omnia, viele, viele Rezepte. Wenn ihr Lust habt, wir haben auch mittlerweile 10 Rezeptbücher geschrieben. Schaut mal rein, die sind auch alle für Einsteiger geeignet. Ich lege mal sehr, sehr viel Wert darauf, dass jemand, der den Omnia-Backofen schon bereits hat, viele haben ihn ja im Abo gekauft oder geschenkt bekommen und wissen dann nicht, was sie damit machen können. Schaut wirklich mal auf unserem Blog. Die Rezepte sind alle auch für Einsteiger geeignet. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr da etwas falsch macht. Und wenn ihr Probleme habt, wie gesagt, schreibt mich an, schreibt es in den Kommentaren. Ich bin auf jeden Fall da und helfe euch da weiter.